Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIB2 nach Graz. Könnte auch die Stadt Salzburg einen kommunistischen Bürgermeister bekommen? Jeder Marx, KPÖ-Spitzenkandidat Dankl, kam in der Direktwahl auf 28% und tritt in 2 Wochen in der Stichwahl gegen SPÖ-Sieger Auinger an. Kai-Michael Dankl ist dazu live im Studio. Sinkflug. Auf einem Boeing-Flug gab es heute 50 Verletzte. Eine scheinbar endlose Pannenserie stürzt den Luftfahrtkonzern in eine Krise. Rechtskraft. In Portugal verlieren die Sozialisten ihre absolute und die Rechtspopulisten gewinnen fulminant. Aber wer soll künftig regieren? Seit 5 Jahren hat die ÖVP die Festspielstadt Salzburg regiert, aber seit gestern ist klar, das war nur eine Episode. Von allen Landeshauptstädten stellt die ÖVP jetzt nur noch in Eisenstadt den Bürgermeister. Damit gibt es gleich viele schwarze Bürgermeister wie kommunistische. Wobei die KPÖ in 2 Wochen nach Graz das nächste Rathaus gewinnen könnte, eben das in Salzburg. Dort hat zwar gestern die SPÖ nach einem ÖVP-Debakel die Gemeindewahlen gewonnen, aber die KPÖ ist von weniger als 4 auf über 23% hinaufgeschossen. Noch stärker war KPÖ-Frontmann Kai-Michael Dankl in der Bürgermeister-Direktwahl, wo ihn nur ein paar hundert Stimmen vom SPÖ-Kandidaten Bernhard Auinger trennen. Bei den Vorzugsstimmen liegt Dankl sogar minimal vorne. Zieht der Kommunist bald ins Schloss Mirabell ein, wo der Salzburger Bürgermeister amtiert? Christoph Benders und Patrick Kruska berichten. Noch prangern Hammer und Sichel nicht auf der Festung Hohensalzburg. Der gestrige Wahlerfolg der KPÖ hat in der Mozartstadt aber ordentlich Staub aufgewirbelt. Wie erklärt sich der Erfolg der Kommunisten? Zuerst in Graz und jetzt in Salzburg. Der Journalist Jonas Vogt hat ein Buch über den steirischen Erfolgsweg geschrieben. Die KPÖ unterscheide sich in einigen Punkten von den etablierten politischen Parteien. Es ist der KPÖ zum Beispiel sehr wichtig, dass die Menschen, die hauptamtlich arbeiten, den Kontakt zur Basis nicht verlieren. Da gibt es dann gewisse Maßnahmen. Es gibt diese Gehaltsobergrenze. Es gibt den Parteienverkehr, wo Menschen zu den Politikern und Politikerinnen kommen und von denen direkt beraten werden. Beobachter sehen das sehr oft als reine PR-Maßnahme. Und ich möchte das auch nicht absprechen, dass das natürlich PR ist. Aber es macht ja auch was mit den Menschen. Dass die Kommunisten aber nicht überall erfolgreich sind, zeigen die letzten Gemeinderatswahlergebnisse aus den Landeshauptstädten. 2020 erreichte die KPÖ in einem Wahlbündnis in Wien nur 2,1%, in St. Pölten und Klagenfurt noch weniger. In Graz dann der große Erfolg mit 28,8%. Seitdem stellt man dort auch die Bürgermeisterin. Wenig später in Linz erreicht man dann nur 3,3%. Und jetzt eben der gestrige Erfolg in Salzburg. Vom bösen Wort Kommunismus scheinen sich zumindest lokal immer mehr Wählerinnen und Wähler nicht abschrecken zu lassen. Worauf ist das zurückzuführen? Es ist tatsächlich so, dass der KPÖ es gelungen ist, das Wort Kommunismus ein wenig beiseite zu schieben und sich als eine Art Lebenshilfepartei, gerade beim Thema Wohnen, zu etablieren. Also das ist so ein bisschen ein Kuschelkommunismus, den man zuerst in der Steiermark und jetzt eben durchaus auch in Salzburg sieht. Einen dunkelroten Strich durch die Erfolgsrechnung könnte aber das fragwürdige Verhältnis der Partei zu Russland und der Ukraine machen. In der steirischen KPÖ ist man klar gegen Sanktionen gegen Russland und Putin und gegen militärische Aufrüstung. Die Grazer Bürgermeisterin Elke K. hat zuletzt im Februar mit einem Interview in der kleinen Zeitung für Kopfschütteln gesorgt. Dort hat sie auf die Frage, ob auch für Österreich die Gefahr eines Angriffs bestünde, geantwortet: Wenn wir uns entsprechend verhalten und niemanden selbst angreifen, wird das nicht passieren. Viele haben das als direkten oder indirekten Fingerzeig auf die Ukraine und als Täter-Opfer-Umkehr interpretiert. In Salzburg ist man auf Distanz zu den kommunistischen Freunden in der Steiermark gegangen. In der Bundes-KPÖ ist man klar gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, egal von wem. Wie steht man etwa zum Thema Russland-Sanktionen? Die KPÖ hat eigentlich am Anfang sehr klar gefordert, dass wir Sanktionen gegenüber Russland wollen, aber dass wir Sanktionen gegenüber Russland wollen, die tatsächlich die Machtbasis von Putin angreifen. Das Problem ist, dass diese Sanktionen deswegen nicht durchgesetzt worden sind, weil wir dafür hätten in Vermögenswerte schauen müssen, wo die Vermögenden in Europa gesagt haben, so genau wollen wir aber nicht, dass die Staaten da hinschauen können. Jetzt aber erstmal Salzburg statt große Weltpolitik für die KPÖ. In 2 Wochen könnten die Kommunisten mit Kai-Michael Dankl die nächste dunkelrote Festung in einer österreichischen Landeshauptstadt erobern.
Und ich begrüße Kai-Michael Dankl jetzt live in unserem Landesstudio in Salzburg. Guten Abend. Guten Abend und danke für die Einladung. Herr Dankl, Sie haben gestern als Bürgermeisterkandidat etwa 17.500 Stimmen bekommen. Wie viele davon glauben Sie, wollen eigentlich einen Kommunisten als Bürgermeister und wie viele wollen einfach den sympathischen Kai-Michael Dankl? Das klingt so nach einem schönen Kompliment für mich, aber ich glaube, die allermeisten Wähler und Wählerinnen haben uns und an mich als Bürgermeisterkandidat schon gewählt, weil sie sehr andere, soziale, ehrliche Politik wünschen, die nicht nur kurz vor der Wahl große Versprechungen macht, sondern vor allem nach der Wahl das auch lebt, was sie versprochen hat. Und wir haben ja als KPÖ Plus in der Stadt Salzburg nicht erst kurz vor der Wahl begonnen, die explodierenden Wohnkosten zu thematisieren, sondern wir sind eigentlich seit 5 Jahren schon dran, dass wir uns auch um die kleinen Anliegen, aber vor allem um diese Schlüsselthemen kümmern. Gut, jetzt könnte man trotzdem vermuten, dass der Großteil der Stimmen an Ihnen persönlich hängt, so wie in Graz an LKK, weil in allen anderen Städten kommt die KPÖ auf ganz, ganz wenige Prozent. Ist es nicht eigenartig irgendwie, wenn eine extrem linke, an sich kollektivistische Partei so sehr von starken Führungspersönlichkeiten abhängt? Das ist sicher ein Phänomen unserer Zeit, dass Politik einfach sehr stark personalisiert ist. Aber das Schöne ist schon, dass wir mittlerweile bei der KPÖ Plus in Salzburg ein sehr großes, ein sehr schönes Team haben. Vor 5 Jahren, wo mit einem Mandat, einem von 40 im Salzburger Stadtparlament, der Einzug in den Gemeinderat gelungen ist, da waren wir gerade einmal 17 Menschen auf der Liste. Dieses Mal, 5 Jahre später, haben wir 69 Kandidaten und Kandidatinnen gehabt. Also es ist schon gelungen, dass wir mehr Menschen, die sagen, sie sind bereit, nicht nur was anderes zu wählen, sondern sich selber einzubringen, einzubinden. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, weil in den nächsten 5 Jahren wird es ja darum gehen, wie wir das heutige Wahlergebnis auch nutzen, um in Salzburg was zu bewegen. Und das, glaube ich, geht nur gemeinsam mit vielen Menschen, die sich ehrenamtlich in einer Partei engagieren. Oder was ist denn Ihre Erklärung dafür, dass die KPÖ zum Beispiel in Innsbruck bei Umfragen nur bei 2% liegt, in Linz waren es 3%, bei der Gemeinderatswahl, bei den Landtagswahlen in Niederösterreich und Kärnten letztes Jahr waren es 0,4 und 0,1%? Also ich glaube, dort, wo die KPÖ vor Ort gut verankert ist und bei so Themen wie die steigenden Lebenshaltungskosten, die steigenden Wohnkosten dranbleibt, da gelingt es mitunter auch dazu zu wachsen. Ich glaube, Innsbruck wird noch ganz spannend. Da wird ja am 14. April gewählt. Da könnte mit der Pia Tomedi auch die KPÖ mit einem Mandat den Sprung in den Gemeinderat schaffen. Innsbruck hat ja mit Salzburg eine Gemeinsamkeit. Das sind beides die Schlusslichter beim Leisborn Wohnen. Beide Städte sind einfach extrem teuer. Und wenn in Salzburg eine Familie für 80 Quadratmeter Wohnung mittlerweile 1.700, 1.800 Euro am privaten Mietmarkt zahlen muss, da verstehe ich, dass viele Menschen sagen, da muss sich auch politisch einmal was ändern. Jetzt waren Sie ja bis 2017 Bundesvorsitzender der Jungen Grünen und Sie haben dem Profil kürzlich mal gesagt, dass Sie 30 Mal probiert hätten, das Kapital von Marx zu lesen, aber nie bis zum Ende gekommen sind. Was genau macht Sie jetzt eigentlich zum Kommunisten und nicht einfach zu einem Linken? Also Marx zu lesen ist eine große Aufgabe. Ich weiß nicht, wie viele Leute das bis zum Ende des 3. Bandes geschafft haben. Ich habe zwar Marx mit Interesse gelesen, aber nicht bis zum Ende geschafft. Ich glaube, das Besondere ist schon, dass man, und das steckt ja im Namen von der KPÖ, dass man den Kapitalismus hinterfragt und überlegt, wie könnte Gesellschaft ausschauen, miteinander ausschauen, wo nicht das Geld im Mittelpunkt steht. Es gibt ja dieses Sprichwort, vielleicht ein bisschen zu simpel, Geld regiert die Welt, aber es stimmt in vielen Bereichen halt schon, dass sehr vermögende Konzerne politisch enormen Einfluss haben, auch in Demokratien. Und das, glaube ich, geht anders und das geht besser. Es hat einmal der Unternehmer und ÖVP-Politiker Klaus gesagt, der Kapitalismus wird nicht für immer bestehen. Das glaube ich als Historiker auch. Die spannende Frage wird sein, was kommt danach? Ich wünsche mir halt ein System, wo nicht mehr das Geld, das Kapital, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht. Und jetzt brauchen Sie für die Stichwahl auch die Wählerschaft anderer Parteien. Und sehr viele haben da ein Problem mit der Bezeichnung Kommunist, auch wegen der Geschichte, die dahinter steht. Warum ist Ihrer Partei dieser Name trotz aller historischen Belastung so wichtig, dass Sie nicht einfach ändern? Also ich glaube, die KPÖ hat in ihrer Geschichte Licht und Schatten. Die KPÖ hat große Verdienste gehabt im antifaschistischen Widerstand, erst gegen den Austrofaschismus, dann gegen das Terrorregime der Nationalsozialisten.
hat die Zweite Republik mitbegründet als einer der drei Gründungsparteien, hatte aber dann, und das ist eindeutig zu kritisieren, ein viel zu kritikloses Verhältnis zu den Kommandowirtschaften, den Diktaturen in Osteuropa. Das hat die KPÖ so in den 90ern zwar aufgearbeitet, aber ich glaube, es bleibt eine Aufgabe auch für uns als Linke im 21. Jahrhundert, dass man sich kritisch mit dem auseinandersetzt, was man mit einer anfangs guten Idee gemacht hat und wo zu viel Macht dahin führen kann. Ja, aber warum ist Ihnen das so wichtig? Sie könnten ja einfach auch als Linkspartei zum Beispiel kandidieren. Ja, in Deutschland heißt die Partei so, die hat es auch nicht nur einfach. Ich glaube, wichtiger als die Frage, wie man sich nennt, ist, wofür man steht und ob die Menschen am Vertrauen, dass man das, was man sagt, dann nach der Wahl nur ernst meint. Aber wenn das so ist, warum ist Ihnen dann der Name so wichtig? In Salzburg zum Beispiel gibt es schon eine starke Tradition von der KPÖ. Da gibt es Menschen wie die Agnes Primoschitz, die in Hallein als Widerstandskämpferin vor 80, 90 Jahren extrem Mutiges geleistet hat. Es gibt Menschen wie die Rosa Hoffmann in der Stadt Salzburg, die als junge Widerstandskämpferin bei der KPÖ aktiv war. Die hat für den antifaschistischen Kampf gegen das Naziregime mit ihrem Leben bezahlt. Also es gibt schon Biografien, von denen wir uns nicht einfach so sang- und klanglos verabschieden wollen, nur es vielleicht ein paar Stimmen mehr kriegt. Ich glaube, wichtiger ist es, dass man vermittelt, was heißt Antikapitalismus, was heißt das Streben nach einer gerechteren Gesellschaft heute und vor allem, was kann man auf einer kommunalpolitischen Ebene tun, um zumindest ein paar Schritte in die richtige Richtung zu machen. Gut, jetzt könnte man auch sagen, die KPÖ ist auch mit vielen Namen von Menschen verbunden, die sich historisch schwer geirrt haben. Aber Sie müssen sich ja ständig von Ihrer eigenen Partei distanzieren, vor allem in der Außenpolitik, in der ein steirischer KPÖ-Abgeordneter die Ukraine eine Kasperl-Nation nennt, bis hin zum EU-Austritt, den die KPÖ will, sie aber nicht. Ist das nicht mühsam? Also in der Außenpolitik haben wir viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel, dass wir sagen, Österreich kann und soll als neutrales Land wesentlich mehr machen, um eine ernsthafte Friedenspolitik zu betreiben. Und da hat man in Österreich ja eher das Gefühl, dass die Außenpolitik der Regierung sich daran orientiert, wie man das beste Geschäft mit allen machen kann. Egal, ob das Ölstaaten aus dem Nahen Osten sind, egal, ob das Oligarchen aus Russland sind. Da kann man über die Reicher reden, über A1, über die Wirtschaftskammer. Aber ich glaube, worum es uns geht, ist, dass man eine Außenpolitik hat, die nicht den maximalen Profit oder den Opportunismus in den Mittelpunkt stellt, sondern versucht, ernsthaft zum Frieden beizutragen. Ich bin da sicher nicht der Experte, um die diversen Konflikt- und Kriegsgebiete der Welt zu lösen, sonst wäre mein Platz da in Salzburg wahrscheinlich der falsche. Aber ich glaube, man könnte, wenn man die Neutralität, vor allem die Friedenspolitik ernst meint, als Österreich schon einiges mehr machen. Gut, dann kommen wir wieder zu Salzburg. Viele Politologinnen sagen ja, was die KPÖ so erfolgreich macht in Graz und in Salzburg, außer ihren beiden Spitzenkandidaten, ist, dass ihre Partei wie eine Art politische Caritas auf Lokalebene arbeitet und auch, dass sie einen Großteil ihres Gehalts spenden, was vielen Menschen offenbar gut gefällt. Falls sie Bürgermeister werden sollten, verdienen sie mehr als 15.000 Euro im Monat. Wie viel werden sie davon spenden? Ich würde auch als Bürgermeister nur einen durchschnittlichen Facharbeiterlohn von dem Politikergehalt für mich behalten. Derzeit 2.300 netto und alles darüber an Salzburg und Salzburgerinnen in Notlagen abgeben. Das machen wir vor allem deshalb, weil man dadurch als Politiker Einblicke bekommt in die Lebensrealität von Menschen, die es nicht so leicht haben. Das sind Menschen, die, wenn die Waschmaschine kaputt ist, das auf einmal aus eigener Kraft nicht mehr da stemmen. Da gibt es Leute, die werden mit Anfang 20 nach einer Trennung obdachlos und leben auf der Straße und erleben, dass ihnen kaum eine Behörde, kaum ein Amt hilft. Also da kriegt man als Politiker Einblicke, wo man dann weiß, welche Probleme eigentlich einer politischen Lösung bedürfen, wo auch die Stadt mehr machen könnte. Es ist natürlich wichtig, dass man im Konkreten vorher hilft und nicht nur die Menschen auf später vertröstet. Ich glaube, es schützt auch davor, zumindest zu einem gewissen Grad, dass man zu sehr abhebt. In Salzburg residiert ja der Bürgermeister in einem barocken Schloss. Das ist vielleicht auch ein architektonisches Ambiente, wo die Gefahr vielleicht noch mal größer ist, dass man irgendwann abhebt. Es sind schon Gespräche, die wir in diesen Sprechstunden führen, wo man wieder weiß, warum und für wen man Politik macht. Und bleiben wir noch kurz beim Geld. Alle Parteien in Österreich müssen jedes Jahr einen Rechenschaftsbericht über ihre Finanzen beim Rechnungshof abliefern. Die KPÖ hat seit 2014 keinen Finanzbericht mehr abgeliefert. Warum nicht? Also meines Wissens hat das damit zu tun gehabt, dass man relativ wenig Parteienförderung bezogen hat. Ich glaube, das war nur in der Steiermark auf Landesebene. Das spielt aber keine Rolle. Genau, das spielt gesetzlich keine Rolle.
Okay, also nach dem letzten Jahr in Salzburg, wo uns der Einzug im Landtag geglückt ist, wir auch da Parteienförderung beziehen, wird es den Bericht auf jeden Fall geben und der wird dann auch erstellt. Aber warum gab es in den letzten 10 Jahren nicht? Ihre engste Weggefährtin Sarah Banz ist stellvertretende Bundesvorsitzende seit 2021. Seit 10 Jahren hat die KPÖ diesen gesetzlich vorgeschriebenen Finanzbericht nicht abgeliefert. Warum nicht? Du musst es selber nachfragen. Angeblich hat es damit zu tun, dass das relativ kostspielig ist, da eine eigene Wirtschaftsprüfung damit zu beauftragen, angesichts von einem kleinen Budget. Aber ich finde, das gehört auf jeden Fall dazu. Transparenz ist das Um und Auf, gerade wenn man als Partei sich das auf die Fahnen schreibt. Also ist ein Bericht, den werden wir auf jeden Fall machen. Okay, nach der Landtagswahl vor einem Jahr, bei der Sie sehr stark dazu gewonnen haben, haben Sie gesagt, die KPÖ will nicht regieren, weil es in der Demokratie immer auch eine Opposition braucht, die die Regierungsparteien an ihre Wahlversprechen erinnert und Druck macht. Warum wollen Sie jetzt in der Stadt Salzburg doch regieren? Wir waren realistisch und wir haben bei der Landtagswahl ja gestartet mit einem Niveau, ich glaube es waren 0,7%, die wir bei der vorangegangenen Landtagswahl erreicht haben. Da wäre es vermessen gewesen zu sagen, wir stellen jetzt den Landeshauptmann. Wir haben auch gesagt, in Salzburg ist klar, dass die ÖVP wieder auf Platz 1 landet. Das ist die Partei, mit der wir als KPÖ Plus wahrscheinlich am wenigsten Schnittmenge haben. Und wir haben gesagt, da können wir nicht versprechen, dass wir jetzt in die Regierung gehen. Besser ist es, man macht eine realistische Ankündigung, nämlich zu sagen, wir wollen die ÖVP an ihre Wahlversprechen erinnern. Das machen wir seit einem Jahr und gehen der Landes-ÖVP, dem Landeshauptmann Haslauer, gerade beim Thema leistbares Wohnen, wo notwendig, auch auf die Nerven. In der Stadt Salzburg ist die Situation ein bisschen anders. Da gibt es ja ein Proporzsystem. Das heißt, da ist man ab einer gewissen Größe automatisch in der Stadtregierung. Da wäre unser Wunsch, dass wir für unsere Herzensthemen, für Soziales, für leistbares Wohnen jetzt nach der Wahl und dem schönen Wahlergebnis von gestern selber Verantwortung übernehmen können. Gut, trotzdem gibt es auch immer wieder Koalitionen in Stadtregierungen mit Proporzregierungen. Wenn Sie nicht Bürgermeister werden, werden Sie dann in der Stadtregierung Opposition machen oder würden Sie sich an einer Koalition beteiligen? Also wenn ich am 24. März in 2 Wochen bei der Stichwahl nicht Bürgermeister werde, dann wäre ich als Vizebürgermeister Teil von der Stadtregierung und da wird man natürlich Verantwortung übernehmen. Wie gesagt, Lieblingsthema ist natürlich Soziales, weil da brennt einfach in Salzburg der Hut, da gibt es am meisten zu tun beim Thema Wohnen. Da wird man uns natürlich einbringen. Salzburg hat eine Tradition, dass es auch ein gewisses Spiel der freien Kräfte gibt. Das wird es wahrscheinlich in Zukunft geben. Falls Sie nicht Bürgermeister werden, kandidieren Sie dann im Herbst für die KPÖ bei der Nationalratswahl? Mein Platz ist in Salzburg. Da ist das Arbeiten für leistbares Wohnen eine Mammutaufgabe. Wenn wir da ein Stück weiterkommen, bin ich schon sehr zufrieden. Also mein Platz ist in Salzburg. Keine Kandidatur bei der Nationalratswahl? Maximal ganz hinten auf dem Solidaritätsplatz, aber da habe ich in Salzburg genug Verpflichtungen. Ich glaube, wenn man gewählt wird, ist man den Wählern und den Wählerinnen ein Wort, dann muss man das, was man versprochen hat, umsetzen. Und da haben wir in Salzburg genug vor uns. Herr Dankl, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, schönen Abend. Und wir wechseln damit das Thema. Nach einem technischen Problem bei einem Boeing Dreamliner auf dem Flug von Australien nach Neuseeland wurden heute mindestens 50 Menschen verletzt. Erst am Freitag hatte eine Boeing beim Start in San Francisco ein Rad verloren. Und im Jänner hatte eine praktisch neue Boeing 737 ein ganzes Rumpfteil verloren. Und die Baureihe durfte wochenlang in den USA nicht mehr fliegen. Die peinliche Pannenserie hat auch den Börsenkurs des weltweit zweitgrößten Luftfahrtkonzerns nach unten gedrückt, um ein Viertel seit Jahresbeginn. Aus den USA, Barbara Wolschek. Ende eines Fluges in Auckland in Neuseeland. Passagiere im Krankenwagen. Das Flugzeug hatte abrupt an Höhe verloren. Menschen wurden verletzt. Die Ursache ein technisches Problem. Die Maschine eine Boeing 787 Dreamliner. Vergangene Woche San Francisco, das Flugzeug der United Airlines, hebt ab in Richtung Japan. Ups, und verliert einen Reifen. Es landet kurz darauf sicher in Los Angeles. Die Maschine, eine Boeing 777. Und der vielleicht spektakulärste Zwischenfall in der vergangenen Woche. In etwa 5000 Meter Flughöhe, die Maschine befindet sich im Steilflug, bricht ein Teil der Kabinenwand heraus. Den Passagieren der Alaska Airlines bietet sich plötzlich eine beängstigende Aussicht. Passiert ist nichts. Die 2 Sitze an der Stelle waren zufällig nicht besetzt. Die Maschine, eine Boeing 737 MAX 9, erst wenige Wochen alt. Nicht immer sind technische Pannen derart spektakulär. Und bei der großen Anzahl an Flügen weltweit sind sie auch nicht überraschend. Aber zuletzt war der amerikanische Hersteller Boeing besonders betroffen.
If it's not Boeing, I'm not going. Wenn es keine Boeing ist, dann fliege ich nicht, so geht ein uralter Slogan. Viele Jahre lang war Boeing bekannt dafür, die sichersten und modernsten Flugzeuge zu bauen. Aber zuletzt hat man zunehmend auf Profit gesetzt, sagen Experten, zulasten der Qualität und dem Ruf des Unternehmens. Boeing bekommt den Druck jedenfalls zu spüren. Das amerikanische Justizministerium ermittelt. Der Boeing-Chef zur Vorladung im Kongress. Wir fliegen mit sicheren Maschinen, nur mit jenen, auf die wir hundertprozentig vertrauen. Die Flugaufsicht sieht jetzt genauer hin, will die Fertigung und auch die Wartung prüfen. Denn auch hier wird die Qualität offen in Frage gestellt. Das Flugzeug, das das Rad verloren hat, war 20 Jahre alt. Ich bezweifle, dass das etwas mit der Herstellung zu tun hat. Ich denke, es war ein Wartungsproblem. Nicht immer also ist der Hersteller verantwortlich, aber offenbar hat sich eine gewisse Schlampigkeit breit gemacht. Beim Flug der Alaska Airlines hatte man vergessen, 4 Bolzen zu montieren. Aufgefallen ist es niemandem. Bei den Passagieren ist noch kein Vertrauensverlust in Boeing zu merken. Ich muss oft fliegen, ich muss darauf vertrauen, dass es klappt. An der Börse schon. Die Aktie des Flugzeugherstellers hat zuletzt verloren. Und noch kurz ein Nachtrag zu unserem Interview mit Herrn Dankl, weil einige Menschen auf Social Media gerade fragen, warum nur Herr Dankl in der Zeit in B2 auftreten darf, wo doch 2 Politiker in der Stichwahl sind. SPÖ-Kandidat Auinger war gestern zu Gast hier in der Sendung. Das war wahrscheinlich einer der folgenreichsten Rücktritte in der Geschichte Portugals. Im November hat der sozialistische Regierungschef António Costa Neuwahlen ausgerufen nach einer Hausdurchsuchung wegen Korruption. Es war eine Verwechslung, aber da waren die Neuwahlen schon fix. Und dabei sind gestern die Sozialisten mit ihrem neuen Spitzenkandidaten Nuno Santos abgestürzt und nur mehr Zweite geworden, knapp hinter dem konservativen Bündnis des bisherigen Oppositionschefs Montenegro. Eigentlicher Wahlsieger sind aber die Rechtspopulisten von André Ventura, mit dem allerdings niemand regieren will. Aus Lissabon, Josef Manola. Carolina ist 21 und auf Arbeitssuche. Die Eltern konnten ihr Studium nicht finanzieren. In den sozialen Medien lernte sie Chega und deren Chef kennen. Jetzt würde sie gern für die Partei arbeiten. Es geht um eine Wende zum Besseren. Chega, das ist nicht Faschismus, wie man immer wieder hört. Diese Partei wird oft missverstanden und es sind Falschmeldungen, die man erzählt. Er brachte Chega vor 5 Jahren in Gang. André Ventura erfand provokante Sprüche wie diesen. Portugal muss gesäubert werden. Im Parlament bezichtigte der Anwalt die Sozialisten der Korruption. Dann kam ihm ein Korruptionsfall des Kabinettschefs von Premier António Costa zu Hilfe. Der Regierungschef trat zurück. Gestern wurde ein neues Parlament gewählt. Vor seiner politischen Karriere war Ventura TV-Sportkommentator. Bekannt war er. Populär wurde er mit Parolen gegen Fremde, Sozialhilfeempfänger, aber auch Roma und Sinti. Ja, also als Burgenländer, wo ja die Roma eine fixe Volksgruppe sind, eine anerkannte, mit eigener Kultur und Einrichtungen und Vereinen. Dass gerade gegen diese gewettet wird hier, ist traurig. Der schnelle Aufstieg der Partei Chega zur dritten Kraft im Land hat den Geigenbauer aus dem Burgenland überrascht. Robin Sombart lebt seit 2 Jahren in Porto. Es gibt eine große Unzufriedenheit an der politischen Situation in Portugal. So sehe ich das zumindest. Mhm. Weil Portugal als Land der Ein- und Auswanderung braucht Einwanderung, braucht Zuzug, sonst kann es nicht weiter funktionieren. Mit Plakaten wie diesen provoziert Ventura. Bei jungen Menschen und in der Landbevölkerung kommen die Botschaften gut an. Der Sprung von 12 auf 46 Mandate machte Chega zum politischen Faktor. Jetzt drängt André Ventura in die Regierung. Er könnte den Konservativen zur Mehrheit verhelfen. Portugals Staatschef hat bereits angekündigt, dass eine Regierung mit Beteiligung der Rechtspopulisten nicht angeloben werde. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag. Die Hilfe für Gaza am Seeweg verzögert sich weiter. Das Schiff der spanischen Hilfsorganisation Open Arms liegt nach wie vor im Hafen von Larnaca auf Zypern. Es gibt noch immer Unklarheiten. Trotz des muslimischen Fastenmonats Ramadan gehen die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Terrororganisation Hamas weiter.
Die Deutsche Bahn ist mit ihrem Eilantrag vor Gericht gescheitert, den Lokführerstreik in letzter Minute zu stoppen. Im Personenverkehr wird es um 2 Uhr in der Nacht für 24 Stunden losgehen. Im Güterverkehr wird bereits seit 18 Uhr gestreikt. Bei der Deutschen Lufthansa streiken die Flugbegleiter morgen in Frankfurt, übermorgen in München. Der Verkauf mehrerer Signa Luxusimmobilien an die deutsche Industriellenfamilie Schöller liegt vorerst auf Eis. In der Gläubigerversammlung hat es heute keine Zustimmung für das Kaufangebot gegeben. Die Gläubiger hoffen dem Vernehmen nach darauf, dass beim Kaufpreis nachgebessert wird. Die Aktie der Raiffeisenbank International hat heute zeitweise über 12% an Wert verloren. Auslöser dafür waren Gerüchte, die RBI könnte wegen ihrer Geschäfte in Russland mit US-Sanktionen bedroht sein. Vergangene Woche war eine hochrangige Beamtin des US-Finanzministeriums in Wien. Die Bank dementiert, dass es Sanktionsdrohungen gebe. Es seien auch keine konkreten Vorwürfe erhoben worden. Josef Ritzl kommt vorerst doch nicht aus dem Maßnahmenvollzug in den Normalvollzug. Das Oberlandesgericht Wien hat einen entsprechenden Beschluss des Landesgerichts Krems aufgehoben. Ritzl soll jetzt erneut untersucht und Ende April noch einmal vor Gericht angehört werden. Und ein wirkliches PR-Desaster hat heute die britische Königsfamilie produziert. Um Gerüchte rund um Prinzessin Kate zu entkräften, die seit Weihnachten nicht mehr öffentlich aufgetreten ist, hat der Kensington-Palast gestern ein Foto von Kate und ihren 3 Kindern veröffentlicht. Allerdings wurde das Foto manipuliert, wie sich bei Kleinigkeiten zeigt, etwa an der Kleidung von Prinzessin Charlotte, was nun erst recht Verschwörungstheorien explodieren lässt. Das Foto soll Prinz William gemacht haben und Kate habe dann, wie viele Amateurfotografen, mit Photoshop experimentiert, hieß es heute in einer offiziellen Entschuldigung. Das Originalfoto wurde bisher allerdings nicht veröffentlicht. Das Wetter. Ungewöhnlich große Regenmengen bekommt der Osten Österreichs in den nächsten Stunden, bis morgen Abend bis etwa 70 Liter pro Quadratmeter. Deutlich weniger ist es nach Westen hin, zum Teil bleibt es hier sogar trocken. Am längsten nass morgen in Wien und Niederösterreich. Im übrigen Land gibt es Schauerwetter mit den größten Sonnenfenstern in Tirol und Kärnten. Bei teils kräftigem Wind erreichen die Temperaturen 5 bis 13 Grad. Ab der Wochenmitte wird es freundlicher und immer milder. Am Wochenende wechselhaft und warm. Und hier in ORF2 geht es jetzt weiter mit dem Kulturmontag, moderiert von Clarissa Stadler. Ja, Armin, bei uns geht's heute um den wichtigsten Abend Hollywoods, die Oscar-Nacht. Wir berichten vom absoluten Gewinner Oppenheimer. Der Film über den Erfinder der Atombombe hat, wie erwartet, ja groß abgeräumt. Und wir zeigen die besten Momente der Gala, bei der sich die Traumfabrik von ihrer goldenen und rosa Seite zeigt. Nichts ist so traurig wie denkmalgeschützte Bauten, die langsam zerbröseln. Jetzt wird einiges anders, denn das Denkmalschutzgesetz wird endlich novelliert. Und eine neue Doku zeigt, wie wichtig österreichische Filmkomponisten und Komponistinnen für Hollywood-Filme sind. Bis gleich. Danke, Clarissa. Im Jänner und im Februar gab es ein Rekordhoch beim Verkehrsaufkommen auf der Brenner Autobahn in Tirol. Gast in der ZIP3 ist dazu heute noch Verkehrslandesrat René Zumtobel von der SPÖ um 23 Uhr in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.